Ich werde mal in diesem PowerPoint-Tutorial zeigen, wie einfach es ist, eine coole, aber dennoch einfache Präsentation innerhalb von 2 Minuten anzufertigen. Glaubst du mir nicht? Dann bleib an diesem Video dran, denn ich zeige dir in diesem Video, wie das Ganze gemacht wird. Natürlich wie immer, Schritt für Schritt! Bevor ich überhaupt zeige, wie man die Präsentation erstellt, würde ich noch darauf hinweisen, dass alle verwendeten Materialien wie immer in der Videobeschreibung zu finden sind. Damit wir also jetzt diese coole, aber dennoch einfache Präsentation gestalten können, müssen wir nicht vieles machen. Lediglich gehen wir jetzt hier auf diese Folie mit Rechtsklick, klicken wir rauf, sagen natürlich, dass der Hintergrund formatiert werden soll, gehen auf die rechte Seite, wo das neue Fenster erschienen ist, sagen dann hier an dieser Stelle, dass es eine einfarbige Füllung sein soll und können hier unten bei der Farbe das auswählen, was wir haben wollen. Ist das getan, können wir das Fenster wieder schließen und im nächsten Schritt gehen wir nach oben zu einfügen, suchen uns die Form raus, denn wir wählen hier das Rechteck aus und ziehen das Ganze genauso groß, wie die Folie an sich selbst ist. Ist dieser Schritt getan, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir hochgehen zur Formkontur, sagen keine Füllung, sagen natürlich bei Fill Effect, dass wir das Ganze in weiß haben wollen, denn wir wollen einen weißen Hintergrund haben. Im nächsten Schritt ist jetzt so, dass wir sagen, dass wir ein bisschen rauszoomen, denn wir wollen jetzt hier noch was einfügen und dafür brauchen wir diesen Platz. Dazu gehen wir nach oben zu einfügen, gehen dann wieder zu Formen und sagen hier, dass wir die Freihandskizze ausgewählt haben wollen. Nächsten Schritt ist jetzt so, dass wir das Ganze x-beliebig zeichnen können, so wie wir das Ganze haben möchten, zum Beispiel so. Und wenn es vollendet ist, sollte das Ganze so aussehen. Jetzt im nächsten Schritt ist es so, dass wir hochgehen zur Formkontur, wieder keine Kontur haben wollen und natürlich gehen wir Fill Effect und sagen hier auch in dieser Stelle, dass das Ganze weiß sein soll. Sind wir damit auch fertig, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir jetzt beide Formen, die wir eingefügt haben, auswählen, gehen dann hier hoch zu Formformat, soll das nicht schon ausgewählt sein, gehen zu Form zusammenführen und suchen uns die Einzelmenge Z legen aus. Klicken also darauf und haben das Ganze jetzt fertig. Der nächste Schritt ist nämlich jetzt so, dass wir das Ganze zerlegt haben. Das heißt also, wir können jetzt hier diese Einzelteile bearbeiten und zum Beispiel das Ganze rausziehen, so wie wir das Ganze haben möchten zum Beispiel. Und so hinlegen, wie wir das Ganze für richtig empfinden. Bis damit zufrieden, wie das Ganze dann aussieht, ist der nächste Schritt, dass wir jetzt die ganzen Formen oder das, was du in der Folie zeigen möchtest, einfügen. Sind die Sachen eingefügt, ist nächsten Schritt der, dass wir das Ganze noch korrigieren müssen mit der Anordnung. Und wie machen wir das Ganze? Dazu gehen wir hoch zur Anordnung, gehen hier runter zum Auswahlbereich und jetzt ist es so, dass das Ganze wie ein kleiner Puzzle ist. Das heißt also, wir müssen jetzt schauen, dass wir das Ganze auf der einen Seite so hinpacken, dass wir das Ganze zum Beispiel haben, dass diese Sache ausgewählt ist und das Ganze in den Hintergrund ist, zum Beispiel das wieder so hinlegen, dass das Ganze auch in den Hintergrund ist, dass das wieder sichtbar ist. Das ist wie gesagt wie so ein kleiner Puzzleteil, den man jetzt hier bearbeitet. So sollte es dann bei dir aussehen. Ich habe das Ganze jetzt schon fertig gemacht und der nächste Schritt ist jetzt so, dass wir auf die linke Seite gehen zur Folienübersicht, sagen also mit Rechtsklick irgendwie rauf, denn wir wollen die Folie duplizieren. Haben wir das getan, ist der nächste Schritt natürlich, dass wir jetzt hier sagen, zum Beispiel, ich will das Ganze hier runter haben, das auch nach unten, das zum Beispiel sage ich nach links und das auch zum Beispiel nach links. Jetzt ist es so, dass wir hier diese zerbröckelte Teil wieder zurückschieben und wahrscheinlich musst du es ein bisschen rüber ziehen, sodass es über den anderen Teil ragt, damit wir hauptsächlich diesen Riss kaschieren. Das heißt also, der sollte nicht mehr sichtbar sein. Das heißt also, wir müssen das Ganze uns so anpassen, dass nichts vom Hintergrund sichtbar ist. Haben wir das Ganze getan und du bist damit auch zufrieden, ist im letzten Schritt natürlich, dass wir zur linken Seite gehen, zur Folienübersicht und ziehen das Ganze nach oben, sodass es auf der Position 1 ist. Noch eine Sache, die wir jetzt machen müssen, und zwar, wir wählen jetzt Folie 1 und Folie 2 aus, gehen dann hoch zu Übergänge, gehen dann zum Morphen und können uns im letzten Teil natürlich anschauen, was wir überhaupt eingestellt haben. Wie du sehen kannst, liebe Zuschauer, sind wir genau da angekommen, wo wir auch hin wollten. Wir haben also auch das Ende des Tutorials erreicht. Ich hoffe, dir, liebe Zuschauer, hat das Ganze gefallen.
Lasst euch mal ein Like da, vergessen zu abonnieren, natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir, TheCo999, in PowerPoint verpasst. Also bis zum nächsten Mal.